Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Ich hoffe, euch allen geht das gut und ihr habt jetzt Lust, eine Runde mit mir gemeinsam zu basteln. Und zwar machen wir heute so eine Geschenkbox zusammen im weihnachtlichen Stil. Ja, man muss ja langsam anfangen, die Zeit, die rast. Ich kann euch die Maße mal eben sagen. Hier haben wir 11 cm, das sind 8 cm. Und hier haben wir 6 cm. Genau. Ach, fast vergessen. Ich habe es nämlich im Video vergessen, mir von dieser Lasche hier, von dieser Einstecklasche, die Ecken abzurunden. Ich habe das jetzt mit einem Eckenabrunder gemacht. Kann man natürlich auch mit einer Schere machen und dann flutscht das hier auch besser. Und ich wundere mich noch im Video beim Basteln. Oh, das klemmt ein bisschen, ja. Ich sag euch, wenn man so ein Video macht, ist es was komplett anderes, als wenn man ohne Kamera bastelt. Dann ist irgendwie das Gehirn aus. Also noch mehr aus als eh schon. Aber es ist, wie es ist. Meine Lieben, wenn ihr Lust habt, diese Box jetzt mit mir gemeinsam zu basteln, dann bleibt dran. Los geht's. Als erstes zeige ich euch wieder die Sachen, die ich gleich verwenden werde. Das Allerwichtigste ist auf alle Fälle eine Schere, Klebe und das Papier. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Das andere ist schöner Schnickschnack. Ich möchte es nicht missen, aber wenn man das nicht da hat, ist das auch überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr das trotzdem basteln. Man kann auch wunderbar mit einem Lineal falzen, also mithilfe eines Lineals. Ich benutze mein Falzbrett dafür gerne und mein Falzstift, genauso wie mein Falzbein. Auch optional sind diese beiden Sachen. Einmal eine Kreisstanze, die ist von Fiskars. Ich meine, die ist in der Infobox sonst auch verlinkt. Die hat einen Durchmesser von 2,5 cm. Damit werde ich nachher eine Griffmulde ausstanzen. Aber wie gesagt, das kann man auch mit einer Schere machen. Genauso wie ein Eckenabrunder. Auch das ist optional. So, jetzt kommen wir mal auf das Papier zu sprechen. Da habe ich mir jetzt mal einen Weihnachtsblock von Action rausgesucht. Der ist aktuell und da benutzen wir heute dieses Papier und da sage ich euch jetzt mal die Papiermaße an, aber vorher sage ich euch die Grammatur. Das sind jetzt 230 Gramm. Also nehmt gerne festeres Papier, damit ihr nachher eine richtig schöne, stabile Box habt. So, meine Lieben, wir brauchen ein Stück Papier mit den Maßen 27 cm mal 30 cm. Wenn ihr ein Motiv habt, dann richtet das bitte nach den 27 cm aus. Und jetzt geht's los mit dem Falzen. Zuerst lege ich die 27 cm an und dann falzen wir bei 2 cm, bei 8 cm, bei 19 und bei 25. Wenn ihr das habt, dann drehen wir das Papier einmal mit dem Uhrzeigersinn, legen die 30 cm oben dran und falzen noch einmal bei 2 cm, bei 10, jetzt ist das verrutscht, Moment, so bei 10, bei 16 und bei 24. Ich werde jetzt mal alle Falzlinien gut nachfalten, damit ihr auch seht, wo wir gleich genau schneiden. Also alles einmal gut nachfalten. Das könnt ihr natürlich auch später machen. Ich mache das, wie gesagt, jetzt, damit man das besser erkennen kann. Und dann geht es gleich weiter mit der Schere. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen erkennen. Wir starten mal. Ich habe das Blatt Papier jetzt so vor mir liegen, dass die 27 cm oben sind und ihr seht, hier oben ist meine schmale Lasche. So habe ich das jetzt vor mir liegen und dann fangen wir mal an, ein bisschen was einzuschneiden und wegzuschnippeln. Und zwar beginnen wir hier unten. Als allererstes schneide ich mir das Rechteck hier unten in der Ecke komplett einmal weg. Das brauchen wir nicht. Ich habe übrigens mal wieder eine neue Schere, ne? Von DM, weil ich doch so wenig Scheren habe. Das wisst ihr doch. Wir versuchen auf der Falzlinie zu schneiden. Schneiden uns hier einmal das Rechteck komplett weg. Dann schneiden wir auf der nächsten Falzlinie ein bis zur ersten Querfalz. Ich muss das so ein bisschen zu mir ranziehen. Ich zeige euch das gleich. So. Dann schneiden wir hier auf der nächsten Falz auch wieder ein, bis zur ersten Querfalz. Und dieses kleine Rechteck schneiden wir auch komplett weg. Jetzt
müssen wir ein bisschen was schneiden. Aber dann ist die Box auch schon fast fertig. Jetzt sieht das Ganze bis jetzt so aus. Diese beiden Teile kürzen wir uns jetzt. Man kann sich das ausmessen, das mache ich jetzt nicht. So ungefähr bei der Hälfte schneide ich das einmal hier ab. Das wird nachher unsere Klebelasche werden. Müsste man auch nicht unbedingt machen. Manche lassen das so stehen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Ich mache das jetzt an der Stelle mal nicht. Und da das Klebelaschen werden, schräge ich mir beide Seiten so ein bisschen an, damit das nachher nicht so rausschaut. Also einmal hier anschrägen, beide Seiten. Das gleiche mache ich hier auch. Ja, ich habe die Schere ja auch in schwarz. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ach, da hinten. Hier. Gibt es aktuell bei DM. Also könnt ihr gerne mal gucken. Sonst gibt es sie auch online. Ich habe die Unterbastelschere auch gefunden. Mich haben letztens ja schon relativ viele gefragt. Das ist jetzt wirklich ganz schief hier, ne? Das schneide ich nochmal so ein bisschen nach. Aber das wird nachher keiner ausmessen. Das ist ja innerhalb der Box. So sieht das Ganze jetzt aus. Und als nächstes drehen wir das Blatt jetzt einmal, so dass das nach oben zeigt. Und jetzt schneiden wir Folgendes weg. Wie machen wir das jetzt am besten, am geschicktesten? Wir schneiden uns jetzt nicht bei der ersten Falz ein, sondern bei der zweiten Falz von rechts gesehen. Über die erste Querfalz rüber. Bis zur zweiten Querfalz. So. Schneiden dann, aber wir können jetzt in einem Zug, Moment, wir machen das anders, Entschuldigung, ich musste selbst einmal ganz kurz überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Wir schneiden nochmal weiter ein, das ist dann nochmal ein bisschen einfacher. Also nochmal über die zweite Querfalz rüber bis zur dritten Querfalz. So. Und jetzt schneiden wir uns hier einmal ein. Also heute ist aber auch ganz durcheinander, ne? Heute muss ich mich hier selber konzentrieren, es ist noch früh. Und zwar auch ungefähr bei der Hälfte. Könnte man sich auch ausmessen, aber gibt keinen Grund. Schaut mal, dann sieht das Ganze so aus. Und dieses kleine Rechteck hier, das schneide ich mir komplett weg. So. Dann sieht das so aus. Diese beiden Seiten schrägen wir uns jetzt auch an. Auch das wird unsere Klebelasche werden. So. Und jetzt kümmern wir uns um die andere Seite. Und zwar machen wir jetzt nochmal genau das Gleiche. Von links aus gesehen schneiden wir jetzt bei der zweiten Falz ein, über die erste Querfalz rüber, über die zweite Querfalz rüber bis zur dritten Querfalz. So. Und auch hier schneiden wir uns die Hälfte hier weg, ungefähr, mit Augenmaß. So. Dann schneiden wir uns dieses Rechteck hier komplett weg. Das brauchen wir nicht. Also eigentlich genauso wie auf der gegenüberliegenden Seite. Man kann sich das hier auch kompliziert machen. So, und auch hier schneiden wir uns die Seiten ein bisschen an, weil das wird auch eine Klebelasche. Dann kann ich mir die noch mal ein bisschen kürzen. Das bringt so einen Spaß, mit der Schere zu schnippeln. Die schneidet auch echt gut, muss ich wirklich sagen. Gut, sonst hätte ich mir auch keine zweite geholt. So, meine Lieben, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich drehe das mal eben um. Das wird unsere Einstecklasche von der Box. Und jetzt kann man die Box auch schon erkennen. So.
Habe ich irgendwas vergessen? Ach, wisst ihr, wir können schon mal die Griffmulde gleich ausstanzen. Das kann man auch im Nachhinein machen. Und diese beiden Seiten hier, diese schmalen Laschen, die schräge ich mir auch so ein bisschen an. Werdet ihr nachher sehen, dann flutscht das alles besser. Dann geht die andere Lasche besser reinzustecken. Also nicht so doll, so ein ganz bisschen anschrägen. Auf der gegenüberliegenden Seite auch. So. Und dann messe ich mir, also hier ist die Einstecklasche, die schmale Lasche. Und hier unten messe ich mir jetzt die Hälfte ab. Das müssten 5,5 cm sein. Oh, die Hunde, die bellen gerade. Ich hoffe, das stört nicht allzu arg. So. Also 5,5 cm die Mitte hier einmal markieren. Und dann stanze ich mir hier so eine kleine Griffmulde aus. Zack. Das reicht auch schon. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir schnappen uns die Klebe und dann bauen wir das Ganze mal zusammen. So, Endspurt. Wir kleben uns die Box jetzt zusammen. Das sind die vier Klebelaschen. Da kommt jetzt hier überall Klebe drauf und dann wird das einfach nur nach innen geklebt. Also einmal hier komplett auf die Lasche Klebe drauf. Dann möglichst bündig zusammenkleben. Ich finde das Papier wirklich ganz süß. Dann streiche ich von innen noch mal so ein bisschen fest. Dann die andere Lasche. Wie gesagt, man hätte sich die auch gar nicht unbedingt kürzen müssen, aber so ist es auch einfacher, die jetzt hier so reinzustecken. Auch hier streiche ich nochmal von innen fest. Und jetzt nochmal diese beiden Seiten hier verkleben. Und die letzte Lasche. Gerade wie gesagt bei der letzten Lasche, ne, wenn die dann so lang ist. Es funktioniert, wenn man sich die nicht kürzt, aber das ist echt so ein Gefriemel dann. Dann biegt man sich die halbe Box auseinander. So. Nochmal hier schön feststreichen. In der Hoffnung, dass das jetzt alles schön durchgetrocknet ist, können wir das jetzt hier mal reinstecken. Mal gucken, ob es passt oder ob ich noch mal was nachschnippeln muss. Hier auf der Seite muss ich noch mal was nachschnippeln. Da passt das. Wo ist denn meine Schere jetzt? Hier schräge ich mir die Seite noch mal ein bisschen an. So. Und schau da mal, ob das jetzt besser flutscht. Ansonsten müssen wir da noch mal ein Stück abschneiden. Na, was ist denn das jetzt hier? So soll das eigentlich nicht sein. Es ist jetzt der Vorzeigeeffekt. Da muss ich aber noch mal ein bisschen was abschneiden. Das muss besser flutschen. Hier, ne? Da stockt das so ein bisschen. Moment. Ich brauche mal eine kleine Schere, aber habe ich jetzt nicht da. Moment, ich schneide hier mal so ein kleines Stück weg. So. Dann müsste das auch besser passen.
Ja, dann stoppt das nicht mehr so. Wunderbar. Damit wäre die Box jetzt fertig. Nee, fertig überhaupt nicht. Die Deko fehlt. Die habe ich natürlich wieder vorbereitet. Und zwar habe ich mir ein Stück Restpapier geschnappt. Und dann habe ich mir einen Stempel ausgewählt von Kreativdepot aus meinem Bestand. Da kann ich euch wieder nicht sagen, ob der jetzt noch erhältlich ist. Aber ich kann euch sagen, wie der heißt. Designline Adventswünsche. Niedlich, ne? Ich wünsche dir Liebe und Zimtsterne. Und diesen Spruch habe ich embossed. Ich kann euch auch gerne mal sagen, welches Embossing-Powder ich da benutzt habe. Und zwar von Wow. In Superfein natürlich. Ich benutze ja immer Superfein bei Schriften. In Metallic Platinum. Sieht so aus. Das ist eine ganz hübsche Farbe, wie ich finde. Und das Ganze kleben wir jetzt einmal auf. Das ist ein Nylonband. Da werde ich ganz oft gefragt, was das für ein Band ist. Auch das habe ich von Kreativdepot. Jetzt will die Klebe nicht mehr. Wo ist denn jetzt meine Nadel? Hui, Moment. Die ist nicht da. Jetzt muss ich mir eine neue mal eben kurz organisieren. Das kriegen wir hin. Das ging aber schnell. Eben noch benutzt. Zack, verstopft. Aber sie hat lange nicht mehr rumgezickt. Also da kann ich mich nicht beschweren. Und dann habe ich beide Seiten auch so ein bisschen eingeschnitten, damit das Band besser hält. Und Tesa hinten drauf geklebt. Nee, irgendwie will die Klebe heute nicht mehr. Die hat Feierabend gemacht. Die sagt, nee, heute nicht mehr. Heute ist Feierabend. Wenn du wüsstest, was ich mit dir noch vorhab heute. So. Kann doch nicht sein. Doch jetzt fluppt das. Lieber immer ein bisschen mehr als zu wenig. Und dann setze ich mir das einfach hier möglichst mittig auf. Passt das so? Ich glaube schon. So. Ach ja, und ich habe eine Stanzform, eine Standschablone von Action verwendet. Die kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Aber erstmal muss das festkleben. Ich glaube, jetzt passt das. So. Die zeige ich euch nochmal eben. Und zwar, Moment, ist das aus diesem Set eine. Benutze ich auch relativ häufig. Ja, meine Lieben, damit wären wir jetzt am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr diese Box nachbastelt, grüß euch ganz lieb und freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Bis ganz bald. Tschüss.